Hallo und herzlich willkommen zurück zu Trains in World Rapid Transit. Und wir machen heute das vorletzte Szenario von der Strecke oder von der Route. Und zwar machen wir es nach Leipziger. Heißt, wir fahren einen Zug von Delitzsch unter Bahnhof durch Leipzig und den ZD-Tunnel bis zur südlichen Endstation in Markleberg-Garschwitz. Ich würde sagen, genug Quatsch, wir starten mal. Ich bin's, Francesco vom Kanal Seinchen. Leipzig! Wollen wir mal. Mit Ansage oder ohne? Oder muss ich selber reden? Willkommen in Delitzsch unter Bahnhof. Wir werden am Bahnsteig 3 losfahren und an allen Stationen in Richtung Süden halten. Bis zum Ende der Stelle Markleberg-Garschwitz. Eieieiei. Gab es hier nicht mal. Alter, bin ich blöd. Audio. Dialog ist auf 100. Na gut, dann schalten wir erst um auf metrisch und Celsius. Stellen wir nochmal um auf metrisch und Celsius und speichern das. Und gehen auf Gleis 3. Und da ich nicht genau weiß, wie lange wir viel Zeit haben, machen wir es mal so. Und fahr jetzt. Rechte Seite. Und lassen wir mal die Fahrgäste einsteigen. Wir sind auf Dings. Leistungsbremse ist auf 0 in der Kunde lösen. Sicherheitshalber packen wir mal und legen wir mal die Bremse ein bisschen an. Ja, gefällt mir schon. Aua. Die Leute kommen rein. Perfekt. Markierter Flussweg ist bitte freizuhalten. Okay. Bitte den Platz vor der Tür freihalten. Welchen denn? Achso, den Platz vor der Tür und nicht den Platz. 59, lassen wir es mal hin. Türen zu. Und nächster Halt, Tschortau. Oder nicht? Doch. Gut zu wissen. Ich war ja dezent verwirrt. Jo. Schon ein bisschen neblig, ne? Auch schon. Okay. Steuerung, wollen nicht Gas geben. Also noch nicht, offenbar. Haben wir jetzt eigentlich zwei? Ja, wir haben zwei. Okay. Okay, und jetzt Gas geben. Wie weit haben wir es eigentlich? 4 Kilometer, okay. Das ist ja relativ entspannt. Dann können wir ja voll ausfahren, auch wenn höchst und zugelassene Geschwindigkeit 160 km pro Stunde ist. Ich habe gehört, wir haben es eilig. Oh, sogar ziemlich eilig. Zwei Minuten haben wir noch.
Ich mal gar nicht verdrückt. Das wird nächstes Mal wirklich sein. Knapp bemessen, würde ich sagen. Das Szenario offenbar. Abgesehen davon, um die Zulassungsgültigkeit zu überschreiten, muss ich sie erstmal erreichen. Also, ja. Vielleicht glaube ich eher schwierig hier auf dem Abschnitt. Aber schön neblig, gefällt mir. Gefällt mir, finde ich gut. Hat was. Eieieiei. Bisschen über das hier hinaus, verdammt. Ups. Ein bisschen ist gut sogar. Wow. Sehr, würde ich sogar sagen. Na gut, kann passieren. Ein interessanter Bahnübergang. Also gut, das trifft keiner. Verdammt. Okay, dann ist ein Kilometer nicht ganz die Linie, die man nehmen soll, sondern vielleicht 1,4. Zu wissen, würde ich sagen. Und dann wollen wir mal weiter nach Rackwitz. 2 Minuten, ja, unmöglich. Unmöglich ist das. Schaffen wir nicht. Vielleicht kriegen wir hier nochmal die Chance, das wieder rauszuholen. Die Zeit, die wir verlieren. Wäre ja praktisch, ne? Wir haben ein bisschen Zeit, ne? Bis wir da sind, haben wir noch ein bisschen, also allgemein so, bis wir beim Ziel sind, haben wir noch Zeit, um das bestimmt wieder rauszuholen. Wollen wir mal bremsen. Mal gucken, ob wir das schaffen, rechtzeitig zum Schild zu kommen. Vielleicht sogar ein bisschen zu früh.
bisschen zu früh. Vielleicht hätten wir die Innenbremse nicht ganz so reinhauen sollen. Normal tut ja auch zur Sache. Ich wollte ja auch den Job. So. Punktlandung. Gemütlich sie erstmal ineinander reinlaufen. Und weiter geht's. Nächste Halt Leipzig Messe. 4 Minuten. 5 Kilometer. Oh, easy going, würde ich sagen. Zeit wieder reingeholt. Na, obwohl 160 Kilometer war schon limitiert. Mal schauen. Werden wir sehen. Fällt mir schon durch den Nebel zu fahren. Kann vielleicht auch daran liegen, was draußen ganz zu warm ist. Schwitzen wir ja schon mal Augen aufmachen. Ja. Von Sonne ist nicht mehr rum. 29 Grad, easy going. Starttemperatur, ja, das wird nochmal spaßig. Ich kann den Sommer gar nicht erwarten, ne? Der mehr oder weniger sogar schon da ist. Nur ich befürchte, es wird noch wärmer im Sommer. Oh Gott! Ich kann nicht die 150 Kilometer pro Stunde Limitierung. Aber da kriegen wir hin. Als ob's geplant gewesen wäre. Sind wir ziemlich pünktlich da, finde ich super. Habe ich zwar ein bisschen mit gerechnet, aber nicht so ganz für möglich gehalten. Und fast eine Punktlandung. Diesmal Ausstieg in Richtung links. Pünktlich, wie es sein soll. Mal schauen, welches Bild wir nehmen. Warten bis. Oh, 11:30 Uhr, alles klar.
Haben wohl sehr viel da. Sogar so früh, dass es zu früh ist. Eigentlich noch wärmer heute. Ja. Spitzentemperaturen kommen erst noch. Ai, ai, ai. Nächster halt Leipzig Nord. 3,7 Kilometer. Ja, mal schauen. Ist machbar. Ich muss schon sagen, der Zeitplan ist echt schon eng bemessen, also man kann Zeit rausholen, aber die Zeit ist halt mini eher gering. Kann also ein paar Sekunden höchstens rausholen, aber nicht richtige Batzen an Minuten oder so. Aber es fährt sich schön ruhig, abgesehen von diesem komischen Haken dazwischen durch. Lol. Wo waren jetzt die 100? Da! Für warte da. Naja, plötzlich noch ganz überraschend. Ja, genau wie dieser Abschnitt wieder mal. Genau wie beim Duell gegen Jan. Genau wie beim Duell gegen Lavan kam das jetzt auch überraschend. Links. Weiß ich noch ganz genau. Ich weiß schon gar nicht mehr, wer das da knapp verpasst hat. Schade. Kann ja auch nicht alle Simon jetzt eine Tür offen lassen. Deswegen zieht sie so. Nicht so halt Leipzig Hauptbahnhof tief.
Ja, ganz gut gebremst. Dann wollen wir mal weiter rollen. Was für 5% Bremse? Ich aber gar nicht. Ich hab's mir anders überlegt, will ich doch. Oder will ich müssen? Irgendwas in der Richtung war das. Okay. Da ändert sich mal einfach der Sound. Ups, wollte ich nicht. Okay, wollte ich eigentlich schon, aber. Ich wollte auch wieder zurück ins Spiel. Okay, perfekt. So. Okay. Raustappen ist nicht gut. Haben wir geschafft. Monitor, vielleicht gegen Helligkeit runterstellen. Oder dann kommt er wieder rum, dann kann ich es wieder höher stellen. Und auf. Ach, jetzt sind wir hier drin. Boah, das ist hell. Schon ein bisschen hell hier drin. Und nächster Halt, Leipzig Markt. Finde ich aber schon schön, weil jetzt irgendwie hier vorne. Das wird irgendwie einstellen können, dass man halt das, den Zeitplan sieht. Und den Fahrplan. Wäre eine tolle Sache, finde ich. Geil, würde ich sagen. Also wär schon toll, wenn man jetzt irgendwie hier auch wirklich sichtbar hat. Weil das ist ja leider nicht so. Finde ich ein bisschen schade. Aber gut. Man kann wohl nicht alles haben. Ist leider immer so. Und weiter Leipzig will im Leuchtschnackerz. Mal wieder diese kleinen Bahnhöfe und dann wird es wieder ein bisschen
bisschen geschmeidiger mit den Stopps. Ob man nicht Gas und wieder bremsen und Gas und bremsen, ein bisschen Gas und dann warten und gemütlich daher duckeln. Und danach wieder bremsen. Aber finde ich schön diese Abwechslung, also. Hat man in England ja nicht. Auf dem Great Western Express. Ich bin mal sehr gespannt, wie der. Oh, wie hieß der noch? Irgendwas mit Summit. Wird ja bald wieder eine weitere Strecke geben von UK. Ich war da noch. Island Summit UK? Keine Ahnung, guck mal nach. Finden wir raus. Wenn das wieder ein bisschen besser da wäre. Ich glaube, ich mache es mal einfacher. Am besten gleich auf der Website. Ne? Nächste halt Leipzig, Bayerischer Bahnhof. Das ist schon ganz interessant, was man da so sehen konnte. Bei den News vielleicht jetzt. Nein, natürlich nicht. Die News in den News, nicht das, was ich will. Wo ist das Ding? Da ist das Ding. Wieder ratzfatz hier, das ist aber auch klar, wenn man hier nur so viele Bahnhöfe hat, drauf ist, dann ist der da. Ja, das kommt uns auch echt rum. Wo haben wir es denn? Okay. Nächster halt Leipzig MDR und da werden wir schon ein bisschen später kommen. Was mit war einfach. Ich gehe da, wo ich es gelesen habe, oder wo ich es zuerst gesehen habe. Obwohl, kommt das ja auch pünktlich an. Da. Ist aber ohne Gas geben am Ende. Okay, ich muss mich erstmal mit den ganzen Retweets da durchprügeln. Zu viele Retweets. Ich
merke das schon. Da. Aber das kriegen wir schnell raus. Das geht fix. Ich mach's mir nicht einfach. Ich will's dann anfangen vielleicht. Medium. Ich geb's auf. Also das heißt, ich gebe es nicht auf, sondern ich suche weiter danach. Ich habe halt zu viel geschickt in letzter Zeit. Und vielleicht wird es bald eine neue Strecke geben. Nüsse, Leipzig, Konowitz. Dürfen wir da ein bisschen mehr fahren? Der Abschluss ist ein bisschen mehr für dich, finde ich. Wenn man sehen könnte, wann was retweetet wurde, wäre schon nice. Aber ich glaube, ich bin schon zu weit. Ich hab's doch da gesehen. Auf Twitter aber nicht. Ich glaube, ich hab's mir ganz woanders gesehen. Oh Gott. Ich glaube, es ist einfach zu sagen, weil ich auch ein bisschen abgelenkt war. Eieieiei, also es geht besser, das ist glaube ich, steht außer Frage. West Somerset Railway. Das war's. Das kommt. Na, war ich nah dran. Tür schließen. Warten noch nicht. Kilometer lange Strecke, okay. Das wird interessant. Nächste halt Markleberg. Oh, das ist nicht schon unser letzter Stop. Aber nicht so blöd. Ja, 36,6 Kilometer lang. Ja, wird schick, ne? Existiert seit 1845. Aber dazu immer mehr. Ich muss mich jetzt mal endlich konzentrieren, geradeaus zu fahren. Klingt komisch, ist aber so.
zeitlich da. Annehmbar. Mal machen. Wohl Magdeburg. So sind wir das Magdeburg Nord oder war das? Ja, wir werden wahrscheinlich noch. Eieiei. Ist das neu, dass sie solche Pullover auch anhaben? Solche geputzten Pullis und solche Leggings und unterschiedliche Leggings und Schuhe und so. Kommt mir so ein bisschen so vor. Ich muss da durch, Platz da. Nee. Aua. Türen zu. Zu und zu. Okay, passt. Nächste halt Magdeburg. Komm auch hin. Komm zeitlich einigermaßen hin, würde ich sogar sagen. Jetzt wurde doch, dass eigentlich ein bisschen mehr noch ist, aber. Ich meine, so lange sind wir noch nicht unterwegs. Aber gut. Hust, hust. Lassen wir es mal einsteigen. Wir müssen noch einen Schuss. Ach, bis Magdeburg Garschwitz. Okay, dann müssen wir noch ein Stückchen. Mal gucken, ob ich bis der West Somerset Dings da ist, ob ich das dann bis dahin geschafft habe, alle Szenarien, die es hier bis jetzt gegeben hat, abzuschließen. Wäre ja vorzüglich. Ein total easy machbar, aber. Es geht wie es geht und man kommt irgendwie nicht wirklich zu. Okay. Erst noch zu nach Magdeburg Großstädtelein. Städteln. Okay. Das ist mir auch neu. Aber gut, wer kennt schon alles?
verbremst, aber. Ach, geht besser. Oh, wäre schon perfekt, perfekt, ne? Batterie. Okay, 30 Grad, perfekt. Sonne kommt rum. Oh, bis 36:30 warten. Ob ich die Sekunden warten kann, ich weiß es nicht. Nächster Halt und Endhaltestelle Markleberg, Garschwitz. Dann hat's. Ja. Das ist doch zeitlich mehr wie zu erwarten, wa? Und mit mehr meine ich mehr als 15 Minuten. Obwohl ungefähr kommt vielleicht wohl noch ganz knapp hin, aber. Ich glaube ja nicht. Bus. Das kam jetzt echt unerwartet. Vor allem warum? Das ist die größere Frage, die ich mir stelle. Warum? Ich werde hier auch garantiert mit 70 durchfahren können. Hinterfragen wir das Ganze besser nicht. Oh, einigermaßen perfekt. Wo gibt es einigermaßen perfekt? Ich glaube, perfekt ist schon der maximale Zustand an Perfektion. Von daher, was glaube ich eher solide oder sowas in der Richtung. Warum mag das eigentlich? Okay, ich war schlau, das Fenster ist zu. Ist das schlau? Es ist doch bestimmt ein bisschen windig draußen. Vielleicht soll ich es mal gleich wieder aufmachen. Oh, wirklich warten, weil ich zu schnell bin. Wahrscheinlich Richtungswender auf neutral. Oh, ich kann Tempomat aktivieren. Wollen wir beim nächsten Mal machen. Und Tür zu. Dann latschen wir mal ans Ende. Boah, ist nicht weit. Platz da, ich bin Arzt. Lass mich durch. Mio. Aber sind das nicht neue? Obwohl. Die Drillinge kommen schon wieder. Und ich crash gab's nochmal oben drauf. Level 16. Level 8 beim Transrapid und Level 6. Also auf der Strecke und Level 6 beim Challenge 2. Überall grün. Ja, kann man machen.
Kilometer gelaufen. Jetzt war ich ja. Die Frage ist, braucht man. Ich glaube, man braucht für das Szenario angeblich 45 Minuten. 43, 13? Kann man machen. Heißt, oder Hauptmenü. Beim nächsten Mal machen wir das, also im nächsten Video vom. Ja. Von Rapid Transit in DLC. Machen wir eine letzte Tour, also die Stadtrundfahrt und. Ja, fahren dann, wer hätte das gedacht, von Konnewitz aus nach Norden durch Leipzig und den Zitteltunnel mal wieder bis nach Bitterfeld. Haben wir, glaube ich, auch noch nie gemacht. Kann man mal machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Resttag. Genießt die Sonne, wenn ihr welche habt. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Tschüss! Take a body, call. Take a body's high.